Hallo, ich habe noch mal ein ganz kleines Craft-Update. Und zwar habe ich die Box jetzt mal fertig gemacht. Und so sieht sie nun aus. Die hier sind ein bisschen in Form bringen hier. Die habe ich gleich mal ein bisschen von dem hier verwendet. Jetzt ist hier erstmal alles runtergefallen. Das ist der Garn Metallic Flernrosa. Ja, das sind die Gänseblümchen, die große und die mittlere. Das sind irgendwelche Blätter und irgendwelche Blümchen. Die Blümchen sind eigentlich Innenteile. Aber egal. So, rundherum habe ich jetzt nichts weiter gemacht. Ich sehe doch gleich warum, weil ich denke, das reicht. Ja, das funkelt auch alles so ein bisschen. Die ganzen Steinchen und dann machen wir sie einmal auf. So sieht sie von innen aus. Ich rutsche sie mal ein Stück her. Ja, also hier ist jetzt nur noch so ein kleiner Deko, also oben, ich wollte da nicht mehr weiter was hinmachen, weil ich finde, es reicht. Ich habe das alles ein bisschen hier mit so einem, ich habe hier so eine große Stanze, diese hier. Also, und habe das hier alles so ein bisschen drumrum und so, und aber so, dass es nicht stört, wenn es aufgeht. So, dann habe ich hier ein bisschen das verschönert und auch hier ein bisschen das. Die Kärtchen sind nicht beschrieben. Hier noch die andere. Und dann haben wir hier diese zwei Boxen. Einmal mit der Creme und einmal mit dem Zubehör. Jo, und das war es eigentlich auch schon. Ach, hier ist noch diese Spatel. Und ja, das war's.